Danke. Ja, okay, kein Problem. Unser Kult ist unser Herz.
mit logischer Fund. So, das akademische Viertel ist noch nicht ganz vorbei, aber ich wollte oder wir wollten Sie ja bei Laune halten und dann erzähle ich mal ein paar Geschichten aus der Kanne. Also, ich bin nicht so am Stammtisch gewesen, aber mein Vater war am Stammtisch von der Kanne und da war der Norbert Kaufmann, der Herr Mangi, der Herr Drescher. Vielleicht ist es einigen ein Begriff, einige leben nicht mehr. Aber sind auf dem Bild im Nebenzimmer verewigt. Das ist das Raucherzimmer, also wer eine Zigarette rauchen will, kann gerne in den Nebenraum gehen. Ja, aber ihr wollt ja hier bleiben. Also, dann fange ich mal weiter an. Hier war Karneval, ich kann mich erinnern, als ich ein kleiner Junge war, war hier ein Karnevalsumzug, der ist jetzt auch nicht mehr so oft in Schifferstadt. Und da haben sie Karamellen geworfen und meine Brüder, die waren so schlau und haben einen Regenschirm aufgestellt, dass das alles in den Regenschirm ging. Und wir haben die Gutzel, die dann auf dem Boden lagen, alle gebunkert und hatten dann Tauschgeschäfte damit gemacht. Ja, das war der Karneval hier in Schifferstadt, der ging hier durch die Kirchenstraße. Und ja, die alten Zeiten. Norbert Kaufmann ist eigentlich eine Instanz gewesen in Schifferstadt, der hat auch den TV 1885 Schifferstadt, war er Trainer im Handballverein und ja, eigentlich könnten wir mal diesen Abend dem Norbert Kaufmann widmen, der hier viel geschafft hat, er hat auch seine schlechten Seiten gehabt, aber über Tote soll man nicht schlecht sprechen. Ja, dann fangen wir jetzt mal an. Und zwar, ich darf euch vorstellen, Martin Eckrich, ein Schifferstadter Künstler, der ja euch allen bekannt ist und wegen dem ihr ja gekommen seid, der war in Andalusien jetzt mit seiner Frau Hanni und war ganz inspiriert von den Begebenheiten, von den Witterungsverhältnissen und von den Sonneneinstrahlungen in Andalusien. Und das ist ein ganz schönes Land, also ich würde jedem raten, da mal hinzugehen, vielleicht auch zur Semana Santa. Semana Santa ist die Woche vor Ostern. Da sind da schöne Züge und ja, wie auch immer, Andalusien ist das Thema. Martin Eckrich hat Bilder gemalt über Andalusien, die Sie auch gern käuflich erwerben können. Ich muss auch ein bisschen Werbung machen. Und wir sind dichter zusammen, eine Gruppe aus Literaten und Literatinnen aus Schifferstadt und Umgebung. Und wir haben dieses Mal uns gedacht, dass wir Texte von Martin Eckrich nehmen, die er in Andalusien geschrieben hat, und dann eine eigene Interpretation auf diese Texte machen. Also er hat circa 11, 12 Gedichte geschrieben. Der Ablauf dieses Abends ist so, dass wir Musik spielen, dann kommt ein Text von Martin Eckrich und danach die Interpretation oder was einem auch überhaupt einfällt zu diesem Text. Und also, wie gesagt, bei Dichter zusammen ist es immer so, dass man in alle Richtungen denken kann und auch Sachen aufs Papier bringen kann. Und wer sich beteiligen will bei Dichter zusammen, ist gerne gesehen und kann auch gerne seine Texte darbieten, ob er jetzt schreiben kann oder nicht. Das ist zweitrangig. Es ist wichtig, dass man sich auseinandersetzt mit dem Geschriebenen und vielleicht auch eine progressive, also eine Möglichkeit bekommt, es darzubieten und sich gegenseitig anzuspornen, mehr zu schreiben. Weil Schreiben ist eine ganz tolle Sache. Wer auch einen Brief schreibt oder eine E-Mail, das ist alles Schrift und Wort. So, dann will ich damit schließen und der Martin Eckrich hat sein erstes Gedicht.
Also bevor ich in Urlaub gegangen bin, habe ich noch schnell ein Lied geschrieben, das die Stimmung beschreibt, die ich da hatte, also praktisch urlaubsbedürftig war. Dann singe ich das Lied, ich hoffe, dass es laut genug ist. Ich bin raus, einfach mal weg, jetzt seht, wie es geht, was ohne mich entsteht. Ich bin raus aus Kadubel, raus aus der Last, denn ich weiß, ich hab dort sicher nichts verpasst. Ich bin raus, solange meine Energie noch nicht am Ende ist. Raus, bevor man mich noch nicht ganz vergisst. Ich bin raus und sammle dort für mich neue Kraft, denn nur die Ruhe hat für mich so viel Saft und Kraft. Ich bin raus. Ich bin frei, wieder klar zu sehen. Frei, 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 neben allen Wegen zu gehen. Die Erde nimmt es nicht krumm, dass ich auf ihr trampel, schon so lang herum. Und ich öffne mich für alles, für die Düfte aus dem Wind. Lass mein gewachsenes Alter werden wieder sein Kind. Ich öffne mich für die Berührung mit dem einfachen Sand, in dem ich einst vor langer Zeit noch Schätze fand. Öffne mich für ein weites Firmament, das Leuchten des nicht mehr beim Namen nennt. Bin ich raus und ganz woanders, eigentlich gar nicht weit weg, nur mit einem anderen Zweck bin ich raus. Und von draußen nehme ich mir ganz einfach ein kleines Stück mit, auf Freiheit und die Sonne mit. Die diesen Text vielleicht nicht so ganz verstanden haben, ich meine akustisch, lese ich ihn nochmal vor. Ich bin raus, ich bin weg, klink mich aus, bin ohne Zweck, das ganze Getriebe kommt ohne mich aus. Nun seht zu, wie es geht, was ohne mich entsteht, ich bin weg. Ich bin raus aus dem Trubel, raus aus der Hast, weiß, ich kann nichts verpassen, bin frei, alle Wege zu verlassen, bin frei, wieder klar zu sehen. In Ruhe sammel ich für mich neue Kraft, vergesse mein Alter, werd wieder Kind, öffne mich für die süßen Düfte im Wind, öffne mich für die Berührung mit Sand, in dem einst ich Schätze fand. Öffne mich für das nächtliche Firmament, das das Leuchtende nicht beim Namen nennt. Ich bin raus, ganz woanders,
doch gar nicht weit weg, nur zu einem anderen Zweck. Ich bin raus und von draußen nehme ich mit ein Stück Freiheit und Sonne. Ich bin raus und zum Glück nehme ich Freiheit und Sonne mit zurück. Das war Martins Text. Und dieser ist ein Schrei der Befreiung. Er entringt sich der Kehle eines Menschen, der soeben dem Getriebe des Alltags entronnen ist. Ich bin raus, ich bin weg, wiederholt der Sprecher mehrmals, als könne er es noch gar nicht fassen, dass er den Zwängen, die uns Erwachsene einschnüren, tatsächlich entkommen ist. Raus aus dem Trubel, raus aus der Hast, kann er Sinneseindrücke unvoreingenommen auf sich wirken lassen, wie ein Kind. Jetzt hat er die Ruhe, Düfte, die der Wind herbeiweht, wahrzunehmen, barfuß im warmen Sand zu gehen. Er kann sich dabei an die kindliche Neugier erinnern, auf Schätze, die man darin finden konnte. Schöne Muscheln, Steine, angespülte Pflanzen und Meerestiere, Zeugen einer geheimnisvollen Unterwasserwelt. Jetzt kann er die Schönheit eines nächtlichen Sternenhimmels gebührend bewundern, sich vom Leuchten unzähliger namenloser Sterne, von der unendlichen Größe des Weltalls überwältigen lassen. Welch ein Glück, welche Freiheit, ein winziger Teil dieses gewaltigen Universums sein zu dürfen. Der Sprecher genießt es vor allem, frei zu sein. Nicht nur frei von Zwängen, also frei von etwas, sondern auch frei zu etwas. Seine Freiheit hat auch einen Zweck. Er möchte ein Stück von seinem Glück, ein Stück Sonne und Freiheit mit zurücknehmen in den unvermeidlichen Alltag. Zum Glück, Martin, hast du deine Eindrücke aus Andalusien mit zurück nach Schifferstadt gebracht und lässt uns in deinen Bildern und Texten daran teilhaben. Danke. Ja, das war Traudel Scheulen aus Darmstadt. Ich habe jetzt einen kurzen Text von Martin genommen. Das ist das erste Gedicht aus seinen, Moment, ich schaue mal nach, aus seinen 15 Gedichten. Also es wird ein langer Abend. So, das Gedicht von Martin lautet: Am Zug ist es zügig, an der S-Bahn ist es essig. Eigentlich was Kurzes, aber es steckt doch viel drin, denn es ist ein Wortspiel. Und ich habe folgenden Text dazu aufgeschrieben. Am Zug ist es zügig, an der S-Bahn ist es Essig. Es ist alles Essig, alles ist alles im Eimer, es ist alles, alles Scheiße. Alles Scheiße, deine Erna. Gegensatz? Es ist alles Dufte, alles im Lot, Neudeutsch, es ist alles cool, kalt. Naja, wir wollen das nicht weiter ausführen. Von den Redewendungen komme ich zu den Redensarten, Sprichwörter, eigene Bauernweisheiten oder Weisheiten? Entscheiden Sie selbst. Eine Redensart, die mir besonders gefällt, ist, wenn etwas keinen Zweck hat. Wenn bei allem alle Hoffnungen begraben sind. Das ist, wie wenn ein Ochs ins Horn pitcht. Also bringt genauso viel. Also es bringt gar nichts. Denn der Ochse, der wird trotzdem auf dich zurennen und es wird alles seinen Lauf nehmen. Viele dieser Sprichwörter sind von
unserer Nachbarin, eine eingesessene Original-Schieberstatterin, die Frau Glaser aus der Edith-Stein-Straße. Vielleicht kennen Sie die auch. Du willst Schnaus, wo kein Loch ist? Umsonst ist der Tod und der kostet's Leben. Umsonst ist der Tod und der kostet das Leben. Das heißt aber auch, dass nichts umsonst ist. Egal was du tust, alles hat einen Zweck und man kann noch so schreckliche Dinge tun. Es können noch schrecklichere Dinge passieren. Es gibt immer die gute Seite. Immer in jedem Fall etwas Positives. Auch wenn man in jenem Moment betroffen ist oder indirekt betroffen ist, das Positive nicht zu sehen erscheint. Also ich schließe mit dem Zitat eines Altruisten: Wenn es das Gute im Menschen nicht gäbe, dann gäbe es die Menschheit nicht mehr. Bei mir kommt zuerst die Interpretation und dann der Originaltext. Sonst funktioniert es nicht. Schnelle Reise. Kurz wird mir schwarz vor Augen. Auch hinter den Augen genauso schwarz. Doppelt schwarz. Ganz kurz nur schwarz. Es geht nach vorn. Es geht in die Höhe, schnell, noch schneller, noch viel mehr schneller. Im engen Raum, aufgereiht, eingezwängt, eng. Ins Ungewisse, gefangen, gefangen in einem Schlauch aus Stahl und die Freiheit grenzenlos. Raum und Zeit im Ausnahmezustand. Ein Paradox. Ein kostbarer Stoff verwandelt sich in einen Strahl aus Feuer. Der Rest, herausgeschleudert als Abfall, lassen wir weit hinter uns. Welch eine Verschwendung für Luxus und Bequemlichkeit. Der giftige Dampf verpestet unsere Mutter Erde, die wahre Göttin, die uns heilig sein müsste. Aber bald landen wir, Zeit, andere Gedanken zu hegen. Und jetzt das Original. Kurz wurde es mir schwarz vor Augen. Dann stellt sich der enge Raum steil in die Höhe. Es geht ins Ungewisse. Und in dieser Rakete sind wir gefangen. Zusammengedrückt in einem Schlauch verschmutzen wir im Strahl unseren Planeten, den wir wie Abfall weit hinter uns lassen. Danke. Ein Gedicht nur für uns und die Sonne. Blauer Himmel ist vom zarten Wind in die Gedanken getragen, inmitten dessen Blaus strahlt hell die Liebe. Unser Sein ist nicht mehr blind und stellt auch nicht die Fragen. Ist hier der Platz für unser Haus, in dem ich mit dir immer bliebe? Heim. Wo meine Spuren sind, da bin auch ich. Wo ich Ruhe finde und Leben lebe, wo unsere Kinder wachsen und unseren Schlaf stören, wo es auch Tränen geben kann und die Stille lacht, wo dein Herz schlägt und unsere Träume atmen, wo wir Bäume pflanzen und eine Bank aufstellen, wo wir immer spielen und immer schaffen, wo wir zusammen sind und unsere Liebe wohnt, da ist mein Heim. Das vierte Gedicht von Martin bezieht sich auf das Bild etwa, ne? Ja. Und ich sehe
Meer ohne Ende, Weite, ballendes Land mit steinernen Bergen, Gebirgswipfel, die die letzten Lichtstrahlen reflektieren. Ringsum Friede, sanfter Duft der ersten Blüten, stiller See, zart streichende Wolken über der gewärmten Blässe des vergehenden Lichts. Das ist dieser Ort, über Gotteshäusern, über Kakteen und Felsen, ganz weit weg leuchten noch Punkte warm in den dunklen Wellen dieses Landes. Und so mancher Landstrich glimmt noch zwischen abgekühlten Hügeln, schillernd spiegeln sich im See helle Himmelslichter. Martin hat ja mit Hanni den Frühling da unten schon erlebt, in Andalusien. Ich erinnere mich, im vergangenen Jahr, da hatten wir lange kalt. Und wenn dann so die warmen Lüfte vom Süden ausgetauscht werden und in den hohen Norden transportiert werden durch den Wind, dann braust er manchmal in der Nacht. Der Wind erzählt unglaubliche Geschichten. Er braust, er rauscht hoch oben in den Lüften. Er rollt wie ferne Donnerzüge, die tief vom Süden weit in den hohen Norden fliegen. Bringt Düfte mit von rosa zarten Mandelblüten, streut Ginstergelb auf schlafende Lavendelhügel. Und in den schwarzen Nächten bringt er ein Raunen, Murmeln mit, ein Ahnen und Erkennen, dass alle Dinge tief im Innern geheimnisvoll zusammenhängen. Also, das Gedicht von Martin Ettrich zuerst. Mensch in deinen vier Ecken. Du schaust hinein, heraus und bleibst drin stecken. Ruhe findest du zwischen ihnen, konstruierst sie, um dir zu dienen. Diese Ecken gehören zu dir, wie Wein, Brot und auch das Bier. Ein jeder Stoff für das Beinkleid liegt eins vor, im Schneider der vier Ecken breit. Mit Rädern versehen, mit einem Auto verhalten sie sich diese Ecken genauso. Wo du hinschaust, umgeben sie dich. Wie sei das Papier oder der Tisch? Ich frage mich, warum alles in Ecken muss der Mensch so eifrig stecken? Es könnte doch durch allgemein alles wie natürlich krumm und schief sein. Die geometrische Ordnung. Mit rechten Winkeln macht der Mensch die Welt ordentlicher. Mit ihnen bringt er zum Ausdruck, dass er die Kontrolle hat, ja, dass er die Welt unterworfen hat. Doch das ist nur sein mehr oder weniger frommer Wunsch, den die Geometrie Gestalt gegeben hat. Denn die Natur, nein, der ganze Kosmos, hat etwas gegen Kanten und Ecken. Der Zahn der Zeit nagt in vielfacher Form mit Vorliebe an ihnen. Pflanzen haben keinen Respekt vor geraden Linien und Ecken. Sie wuchern einfach drüber und lassen sie unter sich verschwinden. Nur der Mensch selbst muss Acht geben, damit er sich nicht an seinen eigenen Ecken und Kanten stößt. Allein der Notwendigkeit beugt sich der Mensch. Dann krümmt er sich nicht vor Schmerz oder gerät in Schieflage, sondern folgt Kurven und baut Bögen, passt sich schiefen Ebenen an. Und schließlich muss er auch, zumindest stellenweise, das Chaos zulassen. Dann werden seine Wege so krumm und verwirrend wie die Gassen von Schifferstadt. Danke. Thank you.
Das bezieht sich auf das Bild da drüben mit dem See und so letzten Abendlicht auf den Felsen. Mancher Ort in der Natur ruht in sich. Unser Sein wird eins mit ihm. Ich glaube, jeder von uns hat so einen Ort, den er besonders liebt und wo man sich sehr aufgehoben und zu Hause fühlt oder staunt. Für den einen ist es, wenn man am Meer steht und den Sonnenuntergang sieht, für den anderen ist es vielleicht im Garten eine schöne Ecke. Oder für mich ist es oft die grüne Lunge oder unsere Berge. Berge sagen dann Leute, die von Österreich kommen, was? Berge? Also die Hart, so im Abendlicht. Jeder hat so einen bestimmten Ort, den er liebt und wo er ganz zu Hause ist. Der Ort, gut in sich. Er grübelt nicht. Wird morgen ein Orkan meine Erlen zerzausen? Dieser Ort ist nicht noch Kram, weil im Tertiär ein Beben jeden Stein zerrüttelt und zerschüttelt hat. Nein, der Ort ist einfach da. Er ist, und wir kleinen vergänglichen Menschlein, wir spüren sein Ruhen. Wir fühlen uns geborgen wie im Schoß unserer Mutter. Hier an diesem fraglosen Ort werden wir wieder eins und heil, ohne Hadern und Grämen, eins mit uns selbst und eins mit der Natur. Also ich lese erstmal das Gedicht von Martin, der hat da Beobachtungen gemacht auf dem Dorfplatz in Spanien von einem kleinen Vogel. Auf dem Balkon, da sitzt ein Spatz, schaut hinab auf den Dorfplatz. Es steckt sein Piepsen an, bis man es unten pfeifen kann. Um ein Krümelchen zu bekommen, wird er schon mal runterkommen. Dort sind Menschen, schwätzend und gesellig und Krümelchen abfällig. Nachbarsgarten ist immer schöner. Wie gerne wäre ich zu dir gekommen, um von dir zu kosten, dich zu atmen, eins mit dir zu sein. Die Fallhöhe ist zu hoch. Du bist schöner als Nachbarsgarten. Das Gedicht bezieht sich jetzt auf das andere von den zwei mittleren mit der Straße nebendran. Inspiriert von hohen Felsen und Wolken, die rollen, meint der Maler, dies festhalten zu wollen. Und dort, wo er es am schönsten fand, stellte das Auto an den Straßenrand. Die Kühlerhaube wird mit Zeitung abgedeckt, damit der Wagen nicht zu sehr befleckt. So steht er und bannt sehr wild, was er sieht und spürt, aufs Bild. Doch der Wind wird zum Problem, denn die Malmittel bleiben nicht stehen. Zack, die Palette voll mit Farben will er auf dem Bild nicht haben. Und die Zeitung, die darunter, macht sich locker und wird munter. Durch Pinsel, die das Fliegen lernen, muss er Rot vom Lack entfernen. Das kleine Bild wird zwar recht schön, doch der Maler ist froh, dass nichts Schlimmeres geschehen. Zeitungsseiten vom Auto erfasst, Pinsel reinigen im Windeshast. Und wie nach einer Kampfesschlacht hat er sich das Malen so nicht gedacht. Schnell in den Kofferraum das Bild hinein, ist er froh, wieder in Sicherheit zu sein. Nun wurde er wieder schlau, hohe Felsen sind nicht ohne Grund so rau. Im Malen, wie Strich um Strich verwischt im Pinselstreif, wenn Nuancen ineinanderlaufen, gedankenreif,
und nichts Festes mehr, bloß aufgeweichtes Papier und verschwimmende Farben, so viel Leichtes, darin und dazwischen, wo Grenzen grenzenlos sind und meine Hand vom Pinsel geführt, ein Pinselkind, selbst Instrument wird und ich in Farben denk und in zerlaufenden Strichen, wird Lebensgeschenk, verschwommener Strich, nur eine Malerei im Pinselstreif. Tiefer Atem, eine Wolke aus Tauben. Sie dreht eine Runde im kalten Wind. Dort oben hoch bei den Geiern. Ich fange wieder an mit dem Gedicht von Martin. Es bleiben Eindrücke des Ungewöhnlichen, der Unzählbarkeit, der Ewigkeit. In uns tritt Vertrauen ein. Das Leben mit Achtung und Bewunderung wird kostbar und eindringlich, weil es reich dadurch wird. Wir sind reich und wir bleiben uns. Ja, doch. Nichts ist ungeheuerlicher als der Mensch. Wir probieren zu antworten auf Fragen, die keine Antwort bedürfen. Der Mensch und nur der Mensch ist dazu in der Lage. Bewusstsein schafft Fragen und verlangt nach Antworten, suggeriert uns Phänomene, die es anders nicht gäbe, weil wir schwach sind und alleine, ohne Halt in diesem Dasein. Wir haben dich geschaffen, wir haben dich getötet, wir brauchen dich nicht mehr, wir haben uns. Stützen uns gemeinsam in den Stürmen des Lebens. Wir genügen uns. Und ich bin nicht auch ein Mensch. Ach, lass mich mal. Am Tisch aß ich einen Fisch, der taucht jetzt in meinem Bauch, wie die anderen es tun, im Meere auch. Nur meiner ist jetzt tot und brei, und ich habe ihn immer dabei. Das Meer in uns. Warm wie der Urozean ist das Meer in uns. Es verschlingt und löst alles auf. Wir tragen den Ursprung des Lebens in uns und auch das Ende allen Seins. Alles, was außerhalb ist, ist immer auch in uns. Am Ende der Nahrungskette, auf dem Gipfel der Entwicklung, stecken wir bis zum Kinn fest im tiefen Sinn. Vom Tisch bis zum Fisch, vom Schlauch bis zum Bauch, aber auch der See und das Klischee. Im Falle eines Falles sind wir einfach alles und manchmal auch mehr.
schaue in die Sonne und ich sehe dich. Du wärmst mich, du gibst mir viel mehr, als ich dir geben kann. Ich schaue in die Sonne. Du wärmst mich, du gibst mir viel mehr, als ich dir geben kann. Und bei jedem Treffen tritt es nicht wieder. Manchmal verliere ich die Sprache und ich hoffe, du kannst es von meinen Lippen lesen. Getroffen hat es mich und bei jedem Treffen tritt es nicht wieder. Manchmal verliere ich die Sprache und ich hoffe, du kannst es von meinen Lippen lesen. Inmitten vom Wind, umschwärmt von Möwen, inmitten von Wind, die Wellen, den Bergen, den Wellen und Wolken. Inmitten vom Licht und rollenden Wellen, dem Sand und den Steinen, den Muscheln und Kieseln, den Wolken und Wasser und Himmel. In ihnen zu schweben, zu segeln, zu atmen, zu fliegen, sich treiben zu lassen und sehen, die blaue Ferne, die Berge der Dörfer, Häuser und Wellen, die schäumen und Himmel und Rot. In allem dem sind wir, inmitten darin, im Leben, und sehen Möwen schweben. Und Wolken, die wie Segel sich Licht über den Himmel erheben. Ich kenne das gut von Spanien, also ich war auch schon öfter in Andalusien und habe die Natur da erlebt. Ich kann es nur jedem empfehlen, günstig irgendwo in den Flieger steigen und ab nach Spanien, Andalusien, Andalusien, Andalusia. Ich habe jetzt einen Text aus dem Katalonien, das ist eine andere Provinz von Spanien. Montcabré heißt er. Ich bin den Weg schon zigmal gegangen, jeden Sommer, der direkte Weg, der steile Weg. Das Ziel ist der Weg, das Gipfelkreuz. Hitze, Schweiß, Ermüdung, den Schweinehund im Innern, der Weg dauert an, besiegen. Auf zur Spitze, steil, Gestein, Pinienduft kann ich jetzt nicht mehr riechen, denn das Ziel ist der Weg. Meine Beine werden schwerer. Ich laufe immer noch. Ich habe ein Ziel vor Augen und alles andere ordnet sich unter. Das Ziel ist der Weg. Der Wind frischt auf, wird kühler. Die Brise, die meinen Schweiß trocknet, Salzkristalle, denen die Sonne die letzte Feuchtigkeit entzogen. Ein Grinsen sprengt die hauchdünne Kruste auf meinen Wangenknochen. Die Augenbrauen glätten sich. Meine Stirn wirft keine Falten mehr, Meer, Meer. Ich sehe das Meer, Sonne und Meer, denn ich bin oben.
eigentlich ein Gedicht für Dichter, aber ich hoffe, es gefällt auch so. So hat ein jedes Wort seinen Entstehungsort in mir, mit mir getragen, in Außen- und Innenräume, die das Wort reflektierend widerhallen. Doch sein Ursprung bleibt mein Keim, der Funke und das Licht, das vor mir war und aus mir spricht. Ich bin es zwar, artikulierend, doch weiß, es könnte auch dir passierend sein. Es ist auch dein, du hörst oder liest es. Kann sein, du vergisst es, doch für einen kleinen Moment war ich dir nah. Der Ort ist für uns hier ganz wahr, mag sein, die Welt bleibt unser gemeinsames Ziel. Und Worte wachsen in ihr ganz viel, in vielen Sprachen sie erblühen. Und alle haben nur den Sinn, verstanden und erhört zu werden. Denn es gibt keine zwei Erden, es gibt nur einen Ort, auf dem entstand das Wort. Wörterliebe. Selbst nach Jahren des Schreibens, den unentwegten Aneinanderreihen von Wörtern und Sätzen, dem Entdecken neuer Klänge und funkelnder Buchstaben, fehlt mir noch immer ein Laut, das Zauberwort zwischen dem Sein, das ewig mitklingt zwischen den Zeilen und nicht entdeckt werden kann. Und es ist beruhigend zu wissen, ob des unformbaren Wortes in allem und in mir und im Schreiben und der Liebe zwischen uns. So. Freiheit, liegt Schnee. Darum sind sie hier auf der Reise so wunderbar hell und weiße. Ich habe den besten Platz zwischen dem Notausgang und meinem Schatz. Doch wäre es angebracht, sie zu benutzen, dann gute Nacht. Ist noch ein Lied, dann haben wir es schon rum.
drin bleibt, ins Ohr hinein. Selbst wenn man es nicht gut versteht, beweist, dass ich es singe, dass es geht. So soll es die Freiheit der Musik geben. Die Freiheit gibt uns die Sonne zurück. Und das im Vergehen. Und auf dem Blatt in dir soll es sein. Soll dieses Leben unbeschreiblich sein. Und Erde sollen Sonne sein. Recht herzlich für die Aufmerksamkeit und hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Nehmen Sie sich noch ein bisschen Zeit, schauen Sie sich noch die tollen Bilder von Martin an. Wenn Sie möchten, können Sie auch noch mal zu uns an den Tisch kommen. Wir haben hier noch unser neuestes Buch liegen, Dichter zusammen, vom letzten Januar. Wer noch ein bisschen mehr hören mag, wir haben das Ganze auch als Hörbuch dabei. Ansonsten möchte ich noch ganz kurz was zum Verein sagen. Wir von Dichter zusammen sind zwar schon länger als Gruppe zusammen, aber noch nicht so lange als Verein. Wer dazu stoßen möchte, der ist immer herzlich willkommen. Wir haben da keine Vorschriften, wir haben auch keinen Mitgliedsbeitrag. Wer sich interessiert und sich das Ganze mal anschauen oder anhören möchte, der ist gern willkommen. Dem sagen wir Bescheid, der kann einfach auf uns zukommen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend hier in der Kanne und ja, vielen Dank. Ich hatte einen Termin, also am 5. April mache ich bei mir zu Hause in meiner Galerie auch eine kleine einen kleinen Musikvortrag mit Gesprächen über meine Kunst und mit jemandem zusammen. Da muss ich noch jemand einladen. Aber es ist ein Abend für die Kunst. Und da singe ich auch ein paar neue Lieder und zeige neue Kunstwerke und alte Kunstwerke. Danke.